Felicitas talked about business. If you wanna hear a little bit about business in Berlin, Brandenburg, come join us. A valuable resource for you, with successful tips to grow your business, inspiring stories and ideas. All are here with Felicitas. Ja, herzlich willkommen zum Podcast Designliebling Brandenburg, in dem es um Designthemen, Designakteure aus Brandenburg geht, hauptsächlich, aber auch Designthemen für Brandenburg. Ja, die aktuellen Folgen sind nicht nur hörbar über zum Beispiel Apple Podcasts, sondern man kann sie auch sehen auf YouTube. Grund dafür ist die Designpreisverleihung Ende November 2021. Und in diesen 5 Folgen, in diesen Videofolgen, stelle ich Nominierte und Preisträger des Designpreises dar. Und heute bin ich nach Witt, in die Nähe von Wittstock gefahren, nach Freienstein. Ja. Und besuche dort Eva Mechler. Sie war nominiert für den Designpreis und zwar mit dem Brandenburg-Hocker, ja, der nicht nur aus Anlass des Designpreises so heißt, sondern der schon längere Geschichte hat, glaube ich, Eva. Ja. Also schön, dass ich hier sein darf in der Tischlerei hier. Danke für deinen Besuch. Eva, du, wie soll ich sagen, wir sind ja in der Tischlerei und du bist seit 2 Jahren, glaube ich, auch erst hier. Du kommst ursprünglich aus Süddeutschland. Wie kommt es, dass du hier bist? Ja, wie ist die Geschichte? Ja, ich habe vor 3 Jahren sind wir hergekommen, ungefähr 3 Jahren, also knapp 3 Jahren. Und mein Ziel war, eine eigene Werkstatt einfach zu haben. Ich habe neben meiner beruflichen Tätigkeit nebenbei schon jahrelang eigene Produkte hergestellt, auch entworfen und selbst gefertigt, und wollte es eigentlich jetzt in der eigenen Werkstatt umsetzen. Mhm. Deswegen haben wir eine eigene Werkstatt gesucht, eigene Räumlichkeiten, wo wir es umsetzen können. Ja. Wir sind in Brandenburg fündig geworden. Also du bist gelernte Tischlerin, oder Schreinerin, und hast auch die Meisterschule gemacht oder den Meister, den Tischlermeister, Schreinermeister gemacht und hast dann aber erstmal im Angestelltenverhältnis gearbeitet, ne? Ja, auch. Ja, ich habe 1995 habe ich die Ausbildung angefangen und habe dann klassisch eigentlich als Gesellin gearbeitet und dann auch nach der Gesellenzeit gleich die Meisterschule gemacht, weil ich eigentlich, damals hatte ich auch schon die Idee, mich selbstständig zu machen. Das hat leider dort zu dem Zeitpunkt nicht geklappt und wegen den Räumlichkeiten, die nicht zur Verfügung standen. Und ja, und dann bin ich ganz normal als Meister tätig gewesen und habe meine Erfahrung gesammelt. Bin nach ein paar Jahren dann auch in die Schweiz gegangen, um dort auch Erfahrung zu sammeln. Erstens im Ausland und zweitens anderes Land, andere Kulturen, anderes Handwerk. Ist das Gleiche, muss ich sagen. Das ist sehr, sehr, sehr parallel. Auch die Ausbildung ist sehr parallel in der Schweiz. Und deswegen war es dort sehr gut. Ich konnte sehr gut Erfahrung sammeln als Produktionsleiterin und auch als Projektleiterin. Ja, und dann kam der Wunsch, doch meine eigenen Produkte auch selber fertigen zu können. Und dann haben wir uns ein bisschen umgeschaut und sind zurück zu den Wurzeln. Mein Großvater ist schon... Genau, da gibt es auch noch eine andere Geschichte. Nicht nur die eigene Werkstatt. Ja. Also meine Mutter ist in Brandenburg geboren, mein Großvater, und hat hier auch eine Tischlerei gehabt. Und auch ganz in der Nähe hier. Genau, Fürstenberg-Havel. Und und dadurch sind wir jetzt eigentlich hier wieder hergekommen, weil die Familie auch. Und da gab es wahrscheinlich auch immer über die Zeit hinweg immer Verbindungen hierher, wahrscheinlich auch über die Jahre. Ja. Ja. Und ich meine, das ist ja schon nicht ganz typisch jetzt, dass man als Mädchen, als Frau den Beruf der Schreinerin, der Tischlerin erlernt. Aber du hast gesagt, dein Großvater hatte schon eine Werkstatt oder er hatte auch diesen Beruf und da... Bist du wahrscheinlich so mit reingewachsen auch, oder? Ja, ich habe es dadurch kennengelernt und hatte eine eigene Hobelbank als Kind schon in der Garage stehen. Und schon so experimentiert. So mit Laubsäge und so, wie man es klassisch als kleines Kind halt macht. Und gerne gearbeitet, sei es ein Kaninchenstall gewesen oder sonst was.
Und ja. da hat es so ein bisschen mit angefangen und das Interesse ist gewachsen, auch in der Schule, in der handwerklichen Ausbildung in der Schule, so mit Handwerksunterricht, den man hatte. Ja. Da hat sich das so ein bisschen rausgezeigt, dass ich Interesse an Holz habe und das hat mir Freude gemacht, hat mir Spaß gemacht und ja, wollte da einfach dranbleiben. Und habe dann nach der klassischen Schulausbildung dann einfach mich entschieden für die Schreinerlehre, was zu dem Zeitpunkt sicherlich nicht üblich war für eine Frau, für ein Mädchen. Aber ja, ich habe die Herausforderung angenommen. Oh, toll. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hatte Unterstützung im Betrieb dafür. Das ist auch nicht immer so, dass man... Und da hatte ich Glück. Ja. Ich hatte eine gute Firma, wo ich arbeiten konnte. Ja, somit hat das gepasst. Ja, und dann, wie lange warst du dann in der Schweiz gewesen? Dort war ich 10 Jahre. Ja. Und dann hast du dich hier umgeguckt und das hier ist, hier, wie gesagt, hier in der Nähe von Wittstock, das stand leer oder stand zum Verkauf hier. Ja, das ist eine ehemalige Tischlerei, die ist schon seit 1882, ist hier schon eine Tischlerei ansässig, was früher im Bestattungsbereich war und Fensterbau. Ja. Und daraus hat sich jetzt eine gute Situation für mich gegeben, weil es auch im Massivholzbereich sehr eben aufgebaut ist, vom Maschinenpark her. Ja. Und das für mich sehr praktisch ist und sehr passte. Und du stellst Möbel her. Ja. Verschiedenste. Ein paar habe ich ja schon auch gesehen. Also zum einen den Brandenburg-Hocker, wo wir drauf sitzen. Genau. Das ist, welches Material ist das genau? Was für Holz? Das ist Eiche. Die Eiche ist auch aus Brandenburg. Das war ein Kundenauftrag, wo auch gewünscht war, dass das Holz direkt aus Brandenburg kommt. Deshalb auch Brandenburg-Hocker. Nicht nur, weil es hier gefertigt wurde, sondern auch, weil es komplett, also vom Material angefangen. Ja, in Brandenburg entworfen, von mir, in Brandenburg gefertigt, von mir. Und das Material und hat auch halt kurze Transportwege. Ne? Genau. Das ist schön. Von der Nachhaltigkeit. Und, sehr. Wann hast du den entworfen? Den hatte ich letztes Jahr entworfen. Und ja, habe dann eben, es war ein Kundenauftrag, der für seine Kundschaft ein Kundengeschenk suchte. Ja. Da habe ich verschiedene Entwürfe gemacht und er hat sich für dieses Modell entschieden. Ich habe so kleine Modelle gemacht. Da sitzt sich auch sehr bequem, finde ich. Echt. Danke, Lars. Ja. Ja, es ist massiv. Das Massivholz geht alles in eine Richtung. Und ja, das ist so ein Konstruktionsprinzip, was ich so ein bisschen erarbeitet habe, was auch schon auf meine vorherigen Produkte ein bisschen abgebildet ist, dass alles so sehr massiv wirkt. Und ja, dadurch bin ich auf den Entwurf gekommen und hat so ein bisschen auch so ein, wie soll ich sagen, so ein bisschen ein Pferderückencharakter, so eine Art, so ein bisschen, Das ist echt. Ein bisschen die Entwurfsebene. Ja, toll. Und also Holz ist ja, halt von Natur aus ein nachhaltiges Produkt, aber du legst auch Wert darauf, dass es auch nachhaltig weiterverarbeitet wird. Sprich, bei der Farbgebung auch verwendest du Farben auf organischer Basis. Ja, also das sind Öle. Das ist jetzt geölt. Genau. Also wird nichts lackiert, sondern... ja, das ist ja, für mich wichtig, dass ich dort einfach eine ökologische und Naturoberfläche habe. Also wirklich nur Naturprodukte. Mit, verschiedenen Ölen, die gemixt sind. Da arbeite ich mit einer Firma aus Österreich zusammen. Ich war auch schon dort für einen Kurs, wo ich wirklich mich intensiv mit der Materie befasst habe und auch Problemlösungen angehen konnten, was meine Waschbecken angeht. Und von daher sind wir da in einer guten Zusammenarbeit mit der Firma. Ja, aber du stellst ja nicht nur Möbel her, sondern du bist ja auch im Ausbau von Booten zum Beispiel tätig. Auch du hast da, glaube ich, oder wer sind da deine Kunden sonst so? Ja, das hängt ein bisschen mit Marketing zusammen. Wir sind vor Jahren in die Richtung gegangen, dass wir dort in dem Boot-Yacht-Bereich einfach Kunden aufgebaut haben. Soll jetzt nicht nur die Kunden ansprechen, die eine Yacht besitzen, sondern einfach die Architekten, Innenarchitekten, die dort in dem Bereich tätig sind, machen auch für die Kunden eben auch die Häuser aufstellen. Ja, und dann stehen zum Beispiel auch so Waschbecken aus Holz oder Schränke wahrscheinlich, die da dann eingebaut werden auch. Ja. Waschbecken habe ich vor Jahren mal... Also klingt erstmal ungewöhnlich, aber sieht ganz toll aus. Da muss man, kann ich jetzt schon so auf die Webseite gehen, die ist www.evamechler.com und da kann man mal
die verschiedenen Entwürfe oder die Möbel sehen, die du so entworfen und hergestellt hast in deiner Arbeit. Und du hast ja auch schon internationale Preise gewonnen. Kann man schon mal sagen. Ja, vor Jahren habe ich mit dem, also ich habe eine Holzbadewanne auch gemacht, zusammen mit der Kollektion des Waschbeckens. Und dort habe ich einen internationalen Preis gewonnen, den International Yacht and Aviation Award. Entschuldigung. Genau. Und ja, da habe ich gewonnen, genau. Neben wirklich, ja, für mich als ein Mann, eine junge Frau. Designerin, junge Designerin, ja. Junge Möbelherstellerin, neben nominierten Designern, war es recht spannend. War schon fast wie so ein Ritterschlag dann auch. War recht spannend. Bestätigung, denke ich mal, für die Arbeiten. Ja, also es war für mich, ja. Ja. Also du hast sozusagen Businesskunden, die Möbel für dich, die bei dir bestellen, aber auch Privatkunden halt, die einfach ein Möbelstück haben wollen, sei es jetzt ein Hocker oder ein Schrank. Also vom Konzept her habe ich es so, dass ich meine eigenen Produkte habe, die ich selber entwerfe und die ich dann dem Kunden verkaufe. Anbiete, direkt, Privatkunde oder Firmenkunde. Ja. Und wir haben auch über Showrooms verkaufe ich, präsentiere ich meine Produkte. Ich habe in Zürich einen Showroom, wo ich mit jemandem zusammen das präsentiere und meine Produkte. Und dann ist es auch, stelle ich auch Möbel her für Innenarchitekten, Architekten, die ihre eigenen Entwürfe haben und denen ich in Kooperation dann die Produkte umsetze. Und die Kunden kommen auch schon mal auch aus der Gegend bis aber hin, also sowohl regional als auch dann international. Also große Bandbreite. Also wir haben Jahre zuvor es international mehr aufgebaut und es hat sich jetzt hier so ein bisschen rumgesprochen und das fruchtet so ein bisschen hier in Brandenburg und jetzt auch von hier haben Leute Interesse und Firmenkunden auch und Privatkunden. Ja. Und das muss ich mal auf meine Zelle gucken. Ich habe den Faden verloren hier. Genau, was ich noch, eine Frage, die ich immer ganz gern stelle. Also weil Brandenburg ist natürlich auch sehr viel Natur auch so. Wo findest du so Ideen oder so Inspiration für deine Produkte? Also ist es da schon wichtig, auch so hier zu sein? Zum Beispiel spielt die Natur eine große Rolle dann auch, wenn du dann dir einen Entwurf überlegst oder um auf Ideen zu kommen? Oder könnte es auch woanders sein? So. Das ist sehr unterschiedlich. Also ich habe zum Beispiel den Entwurf für die Badewanne. Den hatte ich in den Bergen ein bisschen bekommen. Ja. Aber jetzt eigentlich ich... In der Schweizer Zeit. Genau. Als wir wandern waren in der Berge übernachtet haben. Und dort gibt es die Brunnen, die so ganz einfach spartanisch sind. Und dort war so ein Holzbalken, der ausgehammert wurde als Becken. Wow. Das Wasser reinläuft und dann wieder abfließt. Ja. Und das war für mich die Inspiration. Also ich habe mir jetzt eigentlich von einem anderen Design, was in den Alpen an jeder Hütte ist, eigentlich so ein bisschen entnommen für die Badewanne. Und andererseits inspirieren mich sehr Shaker-Möbel oder die klassische Bauhaus-Zeit. Ja. Was sind Shaker-Möbel, frage ich einfach mal nach. Shaker-Möbel sind eine traditionell eben, die fertigen sehr traditionell Möbel und haben dort auch ihre eigenen Stile. Und man kennt zum Beispiel die Leiste an der Wand, wo sie die Stühle dran hängen und das ist so klassisch. Und die haben wirklich einen klassischen, schönen Stil, schlicht und einfach und funktional. Ist ja im Prinzip auch wieder Brandenburg, sage ich jetzt mal. Also so ein bisschen das Schlichtere, jetzt nicht so sehr doll verziert oder so, ne? Und auch funktionelle. Ja, da nehme ich, also Shaker-Möbel inspirieren mich sehr, also habe ich mich für sehr interessiert für
nehme ich sehr viel Ideen raus auch, und weil eben das Schlichte, Einfache mich da interessiert, ja, und das handwerklich bezogen. Und die Zeit von Bauhaus, dann Ihrens, so Klassiker, Design-Klassiker, wo ich einfach auch mich von inspirieren lassen will und die Inspiration rausnehmen. Ah ja. Dann gibt es Wendell Castle, der auch sehr interessante Möbel und Skulpturen hergestellt hat, in Massivholz auch richtig mit Blockweise verleimt. Und John Makepeace ist ein Designer-Maker aus England, wo ich auch, ist so ein Idol für mich, so wie Wendell Castle auch ein Idol für mich ist, wo ich sagen kann, das sind wirklich Sachen, da begeistern einen, wenn man da anschaut. Und ja, kann man Inspiration raus. Ja, interessant. Okay. Ja. Und also ihr seid ja vor drei Jahren hierher gekommen. Wie habt ihr hier, seid ihr hier irgendwie schon vernetzt oder wie mit anderen Tischlern oder mit anderen Handwerkern, wie wie bist du da aufgenommen worden oder wie ist das für dich gewesen? Ja, also mit Handwerkern vernetzt ist jetzt noch nicht so intensiv. Also durch den Designpreis hat man ein bisschen Kontakte gekriegt mit anderen, die auch in die gleiche Richtung gehen. Und so regional Wittstock schon auch die Handwerker kennengelernt, Tischlereien und so. Das schon, aber jetzt noch nicht so. Naja, nur ist noch schwierig, verknüpft. Also ist vielleicht die Zeit noch ein bisschen knapp. Naja, und auch nicht so ganz optimal wahrscheinlich auch gerade. Ne? Ja. So, also dadurch, dass jetzt halt natürlich durch die Corona-Umstände auch weniger Veranstaltungen oder kaum Veranstaltungen halt stattgefunden haben, wo man sich vielleicht auch mal austauschen kann auch. Ne? Das hat einen das natürlich auch eingegrenzt. Ja. Gibt es... Also du entwirfst da selber Möbel. Gibt es ein Möbelstück oder ein Thema, wo du sagst, ach Mensch, dafür suche ich noch eine Lösung oder das würde ich auch gerne mal machen, das würde ich mal reizen. Vielleicht auch ein größeres Projekt oder für was du gerne mal machen würdest. Oder? Also von einzelnen von Möbeln, die ich gerne fertige, habe ich eine ganze Liste. Man will einfach ein paar Sachen umsetzen und da ist zum Beispiel ein Schminktisch, ist schon seit Jahren auf meiner Liste, wo ich auch schon mit anderen Produkten, anderen Kontakte aufgebaut habe, sei es Spiegel, sei es Beschläge und so, wo ich schon Sachen überlegt habe. Das muss nur noch die Skizze besteht schon, aber die weiteren Schritte kommen noch. Daraus entsteht dann auch ein Schreibtisch. Und in die Richtung. Einzelne Möbel, alles was freistehend ist eigentlich. Also es kann ein Ankleideschrank sein, was freistehend ist oder ein Sideboard, eine Anrichtung in die Richtung. Und auch Kindermöbel mache ich auch gerne. Eins sieht man im Hintergrund. Genau, das ist ein schön kleinen Kaufmannsladen. Genau, da bin ich gerade dran und ein Schaukelpferd wird dann dazu kommen und auch Kindermöbel. Es kommt so ein bisschen aus dem eigenen, weil wir auch selber Kinder haben, ist ein bisschen aus dem eigenen Nutzen heraus. Zum Beispiel unsere Tochter malt sehr gerne. Wo kommen die ganzen Blätter hin? Was macht man mit den Malstiften und so? Und da versuche ich auch Lösungen zu finden, das auch umzusetzen. Ja, vielleicht auch so Möbel, die sich irgendwie kombinieren lassen oder irgendwie durch ein, zwei Handgriffe umbauen lassen. So. Ja, womöglich, ja. Eine der letzten Fragen. Ich muss mal auf meinen Zettel gucken. Die E-Mail-Adresse hatten wir schon genannt. Auf Instagram kann man auch so ein paar Produkte sehen von dir, die du entwickelt und gebaut hast. Gibt es so Wünsche, wo du sagen würdest, ach Mensch, da könnte ich noch mal ein bisschen mehr Unterstützung gebrauchen, so vom Land Brandenburg oder hier aus der Region oder so? Gibt es da was?
Ja, wie soll ich sagen? Also wir haben eigentlich mit dem Hocken habe ich ja auch an anderen Designpreisen noch teilgenommen. Mhm. Also durch Land Brandenburg ja auch initiiert der Designpreis Brandenburg. Mhm. Das war natürlich sehr unterstützend. Mhm. Von daher, was in die Richtung geht, wo man sich mit eben mit anderen konkurrieren kann, und, das ist sehr willkommen und so Sachen. Dann zusammen von mit dem Hocker habe ich auch am German Design Award teilgenommen, wo ich nominiert worden bin. Ach schön. Mhm. Und zum letztes Jahr dann wahrscheinlich. Ja, das ist also 2021. Letztes Jahr, die hat die Jurierung stattgefunden, aber der Award ist 2022. Ah ja, oh, genau. Dann drücken wir noch die Daumen. Also hat sich noch nichts entschieden dann wahrscheinlich. Nee, die Nominierung steht schon. Die Nominierung. Genau, also das, der Preis ist schon entschieden. Also da sind wir nur nominiert für den Design. Ah, schade. Hm. Der andere Award, der noch, wo wir uns noch dran teilgenommen haben, ist der Iconic Award. Mhm. Und da haben wir gewonnen. Ach schön, also, herzlichen Glückwunsch. Toll. Dankeschön. Ja, auch mit diesem Hocker. Mhm. Genau, den Brandenburg-Hocker. Ja. Und gibt es Kooperationen so mit anderen Handwerkern? Also manche Produkte, die brauchen ja dann noch irgendwie Beschläge oder weiß ich nicht, haben vielleicht Elemente sowas wie Leder oder sowas. Gibt es da hier in der Region Partner, die du da gefunden hast? Oder? Also da sind wir jetzt, meine Produkte bisher, die haben noch keine anderen Materialien drin. Ah, ja, also ich habe eigentlich alles bisher auf Massivholz beschränkt. Wir haben unseren, das Sägewerk, wo wir Holz herkriegen, den Forst, wo wir Holz herkriegen. Die Kooperationen sind aufgebaut und alles andere sind wir eigentlich noch ein bisschen auf der Suche. Also beim Schminktisch wird sicherlich andere Materialien reinkommen, wie Leder oder in den Schubladenleder oder Griffe, Scharniere und also Sachen. Also da sind wir noch auf der Suche. Ja. Ja. Auch regional gerne. Ja. Ach, schön. Also falls jemand zuguckt, gerne mal zum Hörer greifen oder in die Tasten hauen, eine Mail schreiben. Ja, schön. Eva, dann vielen, vielen Dank für den kleinen Einblick in deine Arbeit und in deine Welt hier. Also die Werkstatt, das ist schon, glaube ich, richtig toll hier, auch die ganzen, ganz viel Platz hier und die ganzen Geräte hier, das ist schon, ja, also viel Erfolg für deine weitere Arbeit. Herzlichen Dank. Und dann viele weitere Preise. Herzlichen Dank. Ja, tschüss.